Moin, Rüdiger Fuchs aus Grube. Zurzeit mit euch unterwegs zum Thema Vorbilder. Heute möchte ich euch ein ganz großes Vorbild von mir vorstellen. Mutter Teresa. Nicht zufällig erhielt diese Christin von einer indischen, eigentlich hinduistischen Regierung 1987, glaube ich, ein Staatsbegräbnis. Denn die allerletzten Menschen, die dort auf den Straßen in Kalkutta zum Beispiel starben, waren für sie die ersten, denen sie diente. Wie kam es dazu? Mutter Teresa hat als kleines Mädchen eine christliche Erziehung erfahren, die sehr liebevoll gewesen sein muss. Sie hat ungefähr als 10-jähriges Mädchen sich am Schwarzen Meer hat sie gelebt, niedergekniet und gesagt, Gott, ich liebe dich so sehr, führe mich, wohin du willst. Und eines Tages, als sie schon Lehrerin in Kalkutta war, liegt vor ihr eine sterbende Frau in der Straße, an der schon sozusagen die Ratten und die Maden knabbern und die widerlich wahrscheinlich gerochen hat. Und sie nimmt diese Frau, die nur noch Haut und Knochen ist, trägt sie ins nächste Krankenhaus. Da will man sie nicht behandeln. Das ist unterste Kaste. Die sterben hier immer so. Sie sorgt dafür, dass diese Frau in dem Krankenhaus würdig von ihr begleitet stirbt. Dann geht sie zu hinduistischen religiösen Menschen und sagt, da hinten habt ihr doch einen Tempel, der nicht mehr genutzt wird. So meine Erinnerung. Kann ich den haben? Ja, wofür? Ich möchte dort sterben, die begleiten, die in Würde sterben sollen. Und nach einem Hin und Her gibt man ihr diesen Tempel und ihre Arbeit beginnt. Es sammeln sich andere Schwestern zu ihr und sie behandelt Menschen. Eines Tages begleitet sie einen Reporter und sieht, wie sie einer sterbenden Person irgendwo in der Gosse hilft, sich zu ihr kniet, sie erst versorgt und es muss sehr unangenehm gerochen haben. Und so nach einiger Zeit sagt der Reporter zu ihr, was die getan haben, hätte ich nicht für 10.000 Dollar getan. Und Mutter Teresa lächelte nur, ich habe es ja auch nicht für 10.000 Dollar getan, ich habe es ja im Auftrag Jesu für diesen Menschen getan. Also, Mutter Teresa hat einen ganz wichtigen Satz gesagt, der sitzt für immer in meinem Herzen. Die schlimmste Krankheit auf Erden ist unerwünscht sein. Und es komme darauf an, dass jeder Mensch im Herzen, wenn er bei ihr ist, empfindet, dass er erwünscht ist und geliebt ist. Ja, das habe ich mir gemerkt und ich übersetze das in das Gebot von Jesus, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst als Sinn meines Lebens. In Deutschland ist das besonders wichtig. Ich hatte schon in einem Video darauf hingewiesen, dass derzeit in Regionen bei uns Stare immer weniger werden, weil sie vom Klärschlamm Würmer essen. Und im Klärschlamm der Deutschen ist so viel Antidepressiva, Ausscheidung von Tabletten, die die Deutschen gegen seelische Krankheit und Einsamkeit schlucken und so weiter, dass die starren Weibchen sich zu Fehlverhalten entwickeln und die Männchen nicht mehr mit ihnen Familien gründen wollen. In den 1990er Jahren schon hatte Deutschland einen traurigen Europarekord erreicht. Kinder- und Jugendselbstmordrate Spitze in Europa. 40 Kinder und Jugendliche am Tag versuchten es schon damals, sich das Leben zu nehmen und 5 pro Tag schafften es. Ich selbst bin froh, dass ich in meiner seelischen Not als Jugendlicher, in meiner Einsamkeit von Christen gefunden worden bin und zu Jesus gekommen bin. Im nächsten Video will ich euch kurz zeigen, wie man Menschen das Herz füllt mit dem Satz, du bist erwünscht auf dieser Welt und in meiner Nähe sehr willkommen, du bist geliebt. Ja, bis dahin, denkt an Mutter Teresa, guckt mal bei Wikipedia rein oder wie auch immer, macht euch schlau über diese Frau. Jeder braucht gute Vorbilder und sie ist mit Sicherheit eine Königin der Liebe.